Donnerstagabend 19 Uhr. Damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten und ersten Trading Insights Webinar in diesem neuen Jahr 2024. Von daher natürlich als erstes wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut in dieses neue Jahr gestartet und für dieses wünsche ich euch natürlich viel Glück, vor allem Gesundheit und natürlich den maximal möglichen Börsenerfolg. Und ja, hoffe und freue mich natürlich auch darauf, dass wir dieses Jahr wieder gemeinsam durchstarten werden. Die Webinarreihe findet ja weiterhin auch in diesem Jahr jeden Donnerstag statt, jeden Donnerstag von 19 bis 20 Uhr und dann immer am ersten Sonntag des Monats von 11 Uhr bis 12 Uhr. Von daher alles Gute nochmal. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet. Es hat schon gut begonnen, das neue Jahr. Und wir freuen uns natürlich darauf, hier auch entsprechend dann mit euch weiter arbeiten zu können und arbeiten zu dürfen. Der René, der wird gleich noch dazu kommen. Ich habe mich gerade aber dazu entschlossen, quasi das Webinar schon zu starten. Aber der René wird dann gleich natürlich auch anwesend sein. Daher aber, da ich natürlich jetzt auch angefangen habe, werde ich als erstes über den DAX sprechen und über den Dow Jones. Ich sehe auch gerade, der René kommt gerade dazu. Nichtsdestotrotz, wir werden eben mit dem DAX und dem Dow Jones starten und anschließend werden wir dann sicherlich noch den ein oder anderen Rohstoff besprechen. Und ihr seid natürlich auch in diesem Jahr wieder eingeladen, viele Fragen zu stellen zu den verschiedenen Rohstoffen, Währungen, Indizes, Zinsmärkten und so weiter und so fort. Da könnt ihr jederzeit eure Fragen natürlich stellen innerhalb des Chats. Ihr müsst auf der rechten Seite ein Bedienpanel haben von GoToWebinar und dort gibt es die Rubrik Fragen. Dort eben entsprechend einfach immer reinschreiben, wenn irgendetwas unklar ist während des Webinars oder wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, dass der René und ich den ein oder anderen Basiswert besprechen, dann könnt ihr das gerne natürlich auch reinschreiben. Und ich sehe auch schon eben die Fragen von Manuel zum Beispiel, der schon gefragt hat, wie sieht es denn mit Orangensaft und Euro-US-Dollar aus? Also wir werden natürlich auf den ein oder anderen Wert natürlich noch schauen. Wir fangen aber an mit dem DAX und beziehungsweise vielleicht sogar erst mit dem Dow Jones und werden dann noch auf den DAX blicken. Und der Dow Jones, den haben wir zuletzt ja schon besprochen, beziehungsweise die Indizes, wollen wir es mal allgemein formulieren, in dem Jahresausblick, den wir zwischen den Jahren getätigt haben. Wir hatten ja trotzdem ein Webinar zwischen Weihnachten und Neujahr. Dort gab es eben diesen Jahresausblick und vielleicht schon mal zur Info, diesen Jahresausblick habe ich natürlich auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. YouTube-Kanal heißt IK Invest und da seht ihr eben vor 6 Tagen hochgeladen Trading-Jahresausblick 2024 mit DAX, Dow Jones, S&P 500 und so weiter. Also da könnt ihr natürlich gerne nochmal draufklicken und gerade vor einem Tag habe ich dann noch eine neue Dow Jones-Analyse hier veröffentlicht. Würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr die im Nachgang euch nochmal anschauen würdet und natürlich ja gerne ein Like hinterlasst. Das hilft natürlich hier entsprechend die Community aufzubauen. Ich habe es euch ja schon einige Male gesagt. Ich versuche eben hier bei YouTube eine entsprechende Trading Community aufzubauen. Ist ja ohnehin ein kostenloses Medium. Von daher bin ich auch auf eure Hilfe sozusagen angewiesen. Freue mich natürlich über den Support, wie viele jetzt schon dabei sind. Ganz wichtig immer, ist es mir dazu zu sagen, dass ich noch keine Werbung geschaltet habe für diesen Kanal und trotzdem schon 3370 Trader und interessierte Trader hier in diesem Kanal als Folger dabei habe in dieser Community und das macht mich natürlich happy, weil das wirklich auch dann Interessenten sind und nicht eben ja durch Werbung und das bekommt ihr wahrscheinlich genauso wie ich vor jedem Video einen Coach oder irgendein Trader, der mir erzählen möchte, wie einfach Trading ist, um dann doch nochmal irgendetwas zu verkaufen oder jemanden dazu zu verleiten, seinen YouTube-Kanal zu abonnieren und das gab es bisher bei mir noch gar nicht, also gar keine Werbung. Diese Art von Werbung würde ich sowieso nicht machen, aber diese gar keine Werbung bisher gemacht und trotzdem wächst und gedeiht dieser Kanal und das macht mich natürlich sehr happy. Bin aber, wie gesagt, natürlich auch euch sehr dankbar, wenn ihr mich bei diesem Weg unterstützen würdet. Was heißt, wie kann man das machen? Gerne natürlich als erstes mit einem Abo des Kanals. Also wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das nachholen würdet. Ich kopiere gerade mal in den Chat den Link zu diesem YouTube-Kanal
Und dort müsste dann bei euch, wo jetzt bei mir steht, Kanal anpassen und Videos verwalten, abonnieren stehen. Und anschließend müsstet ihr auf die Glocke klicken, alles aktivieren, alle Benachrichtigungen. Dann solltet ihr auch entsprechend informiert werden, wenn ein neues Video von mir veröffentlicht wird. Und das nächste wäre natürlich toll, wenn ihr dann auch die einzelnen Videos liken würdet, wenn sie euch gefallen. Das gehört natürlich dazu. Und gerne auch einen Kommentar hinterlasst, wie ihr die Lage momentan einschätzt. Wie man sieht hier beim Dow Jones zum Beispiel, die Analyse von gestern, schon 1400 Aufrufe fast und fast 200 Daumen nach oben. Also sowas hilft natürlich extrem. Also vielen, vielen Dank für alle, die hier so toll das Ganze supporten. Und ich versuche dann dieses Jahr natürlich weiter Gas zu geben. Hatte ja schon angekündigt, dass es auch eine Neuerung geben wird. Die bin ich gerade noch dabei zu planen. Und zwar wird es auf meinem YouTube-Kanal auch ein kostenloses Anlagezertifikate-Depot geben, wo es dann eben um Bonuszertifikate, Discount-Zertifikate und so weiter und so fort geht. Und da wird es neben dem Depot natürlich auch immer wieder Erklärungen geben, wie diese Produkte funktionieren. Und dann werdet ihr natürlich informiert, wenn ihr diesen Kanal abonniert habt, wann es da genau losgeht. Ansonsten werde ich natürlich auch hier innerhalb der Trading Insights Webinare darauf hinweisen. So, wollen wir also starten und uns den Dow Jones angucken und hier zunächst einmal den 10-Jahres-Zyklus. Das ist natürlich jetzt eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise. Wie sieht das Ganze aus? Ihr seht hier unten auf der X-Achse steht, Jahr endet mit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also, hier wird im Endeffekt der Durchschnitt der verschiedenen Jahre gebildet, je nachdem, wie dieses Jahr endet. Also haben wir zum Beispiel das Jahr 2020 gehabt, 2000, 2010, 1990 und so weiter, dann ist das Ende ja eine Null. Also wurde der Durchschnitt gebildet für diese Nullerjahre. Das gleiche entsprechend für die Einerjahre, für die Zweierjahre und so weiter. Und das ist ja ein Durchschnitt von 1897 bis 2020. Und wir sind natürlich jetzt in dem Jahr 2024. Das Jahr endet mit einer 4. Also möchten wir uns zunächst einmal angucken, was ist denn typischerweise von 1897 bis 2020 in diesen 4er-Jahren passiert? Und wie man sehen kann, bis zur Jahresmitte in etwa soll es eine Korrektur geben, dann eine Gegenbewegung, um dann nochmal bis in den Herbst hinein zu fallen. Und dann gibt es auch hier wieder ein Jahresendrally. Also alleine dieser erste Vorfilter zeigt uns schon mal an, dass es durchaus interessant werden könnte auf beiden Seiten in diesem Jahr, dass auf beiden Seiten etwas zu holen sein könnte. In den 5er-Jahren zum Beispiel, da sieht man hier so eine klare Aufwärtstendenz. Da wäre ich zum Beispiel zunächst einmal mit Short-Positionen etwas zurückhaltender, wenn man sich jetzt zumindest nur diesen 10-Jahres-Zyklus hier anschaut. Aber wir sehen, in den 4er-Jahren gibt es potenziell Möglichkeiten auf beiden Seiten. Bis Jahresmitte soll es, wie gesagt, zunächst einmal korrigieren, dann eine Aufwärtsbewegung geben, dann nochmal korrigieren bis in den Herbst, um dann anzusteigen. Also, wir wollen aber festhalten, bis zur Jahresmitte könnte es durchaus ungemütlich werden beim Dow Jones. Schauen wir als nächstes auf den US-Wahlzyklus und hier auch zunächst das Ganze für den Dow Jones. Letztes Jahr haben wir immer wieder über die Vorwahljahre gesprochen. Jetzt geht es eben darum, sich die Wahljahre anzuschauen. Das heißt, wir haben dieses Jahr in den USA ein Wahljahr und diese Wahljahre, auch wieder eine Zyklik, ein Durchschnitt von 1900 bis 2020. Die sehen in der Regel so aus oder im Durchschnitt so aus, dass es in etwa bis zur Jahresmitte fallen soll, um dann deutlicher anzuziehen. Also auch hier interessanterweise, wie bei den 4er-Jahren, was wir eben gesehen haben, soll es in etwa bis zur Jahresmitte korrigieren, um dann eine Gegenbewegung einzuleiten. Also wollen wir schon mal festhalten, der 10-Jahres-Zyklus zeigt an, bis Jahresmitte könnte eine Korrektur vonstatten gehen. Und auch dieser Wahlzyklus zeigt an, dass es durchaus eine Korrektur bis Mitte des Jahres geben könnte. Schauen wir uns diese Wahljahre nochmal on Detail an. Dann sehen wir eben, dass es nicht ganz bis zur Jahresmitte ist, sondern bis Ende Mai in etwa soll es eine Korrektur geben. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht und dann eine entsprechende Gegenbewegung. Also wollen wir festhalten, bis zur Jahresmitte zeigt auch dieser 4-Jahres-Zyklus ganz klar abwärts. Als letztes, zumindest von diesen Vorfiltern der Saisonalitäten und Zyklen, schauen wir noch auf die klassische Saisonalität. Und da sehen wir Folgendes, und das ist übrigens top aktuell momentan. Bis zuletzt war noch der 31.12.2022, ich glaube sogar auch in dem Video, was ich veröffentlicht hatte. Jetzt aber sehen wir schon hier 31.12.2023. Da endet quasi diese Betrachtungsweise. Also es wurde gerade
komplett aktualisiert. Hier sieht man also die letzten 20 Jahre bis jetzt zum 31.12.2023, also von 20 Jahren davor, 2003 bis 2023. Wie ist es im Durchschnitt gelaufen beim Dow Jones? Und da sieht man interessanterweise bis Mitte März eine Abwärtsbewegung, dann eine leichte Aufwärtsbewegung, aber über den Mai bis Ende Juni eine Seitwärtstendenz in dieser Grafik, wie man sehen kann. Das bedeutet ja nur, es gibt keine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine der beiden Richtungen und vor allem dann nochmal so ab Anfang Oktober eine deutliche Aufwärtsbewegung. Aber soweit wollen wir gar nicht erst gucken zunächst einmal, sondern es geht zumindest für mich erstmal darum zu sehen, dass bis Mitte, Ende März in etwa der Dow Jones durchaus korrigieren könnte. Das heißt, wir haben auch hier eben eine entsprechende Saisonalität, die das anzeigt. Neben dem 10-Jahres-Zyklus, der bis Mitte des Jahres abwärts gerichtet ist, zeigt natürlich auch der 4-Jahres-Wahlzyklus bis Ende Mai abwärts. Und wir sehen jetzt etwas kurzfristiger bei der klassischen Saisonalität bis Mitte, Ende März kann es durchaus eine Abwärtstendenz geben. Das bedeutet für mich, ist die Wahrscheinlichkeit aktuell erhöht, dass wir im ersten Quartal eine Korrektur sehen könnten aufgrund dieser verschiedenen Zyklen und Saisonalitäten. Also erstes Quartal für mich eher auf der Short-Seite interessant. Als nächstes schauen wir dann noch auf den Fear and Greed Index, also den Angst- und Gier-Index. Und das ist ja hier das Sentiment, was angezeigt wird. Und da sehen wir eben, dass die Marktteilnehmer extrem greedy sind, also extrem gierig, was die US-Märkte angeht. Also auch das als Kontraindikator zeigt durchaus Abwärtspotenzial an, kurzfristig. Und jetzt kann man eben zusammenfassend sagen, nicht nur die Zyklen und die Saisonalität ist abwärts gerichtet, sondern auch hier der CNN Fear Greed Index zeigt eben mit dieser extremen Gier kurzfristig auch ein Abwärtspotenzial auf. Denn das ist eben für mich ein klarer Kontraindikator. Wenn die Marktteilnehmer jetzt so positiv gestimmt sind und davon ausgehen, dass der Markt immer weiter steigt, dann möchte ich eher auf die Short-Seite wechseln. Also haben wir hier von den Vorfiltern zumindest ein relativ klares Bild, meiner Meinung nach. Heißt also, genau aus diesem Grund werde ich die Short-Seite mittelfristig bei den Positionen kaufen und dann auch halten. Ich hatte gerade, wie ich eben schon gezeigt habe, jetzt einen Discount-Put-Optionsschein vorgestellt auf den Dow Jones. Können wir uns gerne auch nochmal kurz zusammen anschauen, wie dieses Produkt hier aufgebaut ist. Denn wir haben ja gerade über den Dow Jones gesprochen und da sieht es ja zumindest von dieser Vorfilterung sehr interessant aus für die Short-Seite. Und wie können wir jetzt die Wahrscheinlichkeit noch mehr auf unsere Seite bringen? Ja, ganz einfach, indem wir eben das Ganze so nutzen, dass wir auch noch einen Discount-Put-Optionsschein einsetzen, mit dem wir sogar von einer Seitwärtstendenz profitieren könnten. Ihr seht das hier, dieses Produkt mit der WKN VM68D7 ist ja auch unterhalb des Videos immer dann nochmal reinkopiert, hat einen Basispreis bei 40.000 Punkten und einen Floor bei 39.000 Punkten. Aktuell steht der Dow Jones bei ungefähr 37.500 Punkten. Das bedeutet ja im Klartext, der Dow Jones könnte von jetzt an seitwärts laufen, er könnte fallen oder er könnte sogar ca. 1.500 Punkte ansteigen. Und wir würden trotzdem noch eine Rendite von ungefähr 94% erzielen, wenn wir am 21.06., das ist der Bewertungstag, unterhalb von 39.000 Punkten notieren. Also nochmal, wie funktionieren diese Produkte? Unterhalb von 39.000 haben wir nichts von weiter fallenden Notierungen bei diesem Produkt, weil wir eben einen Cap haben, beziehungsweise hier einen Floor. Aber das ist eben das Schöne, dass wir auf der einen Seite so begrenzt sind, führt auf der anderen Seite dazu, dass wir enorme Seitwärtsrenditen erzielen können. Und wenn der Dow Jones am Ende der Laufzeit unterhalb von 39.000 Punkten notiert, nochmal zur Info, wir notieren aktuell darunter, dann bekommt man die Auszahlung von 10 US-Dollar. Sollten wir oberhalb von 40.000 notieren am Laufzeitende, dann verfällt das Produkt wertlos und zwischen Basispreis und Floor wird eben entsprechende Differenz ausgezahlt. Ganz wichtig, wir haben hier die maximale Auszahlung in US-Dollar. Wie kommt man da drauf? 40.000 minus 39.000 sind 1.000 mal dem Bezugsverhältnis von 0,01 kommt man auf die maximale Auszahlung von 10 US-Dollar. Aber natürlich würden wir hier nicht eine Auszahlung in US-Dollar erhalten, sondern in Euro. Bedeutet im Klartext, dass hier natürlich der Euro gegenüber dem US-Dollar auch einen entsprechenden Wirkungsgrad hat.
Und je nachdem, wie sich dieser entwickelt, kann die Auszahlung etwas höher ausfallen oder aber niedriger. Man muss diese Produkte ja ohnehin nicht bis zum Laufzeitende halten, sondern kann dann auch vorzeitig wieder aussteigen, wenn man eben ja entweder deutlich im Gewinn ist oder aber natürlich irgendwo einen Stop ziehen möchte. Also Seitwärtsrendite PA aktuell 94% oder 44% auf die Laufzeit, also enorme Performance-Möglichkeit, zeigt natürlich auch, dass es ein entsprechendes Risiko mit sich bringt. Ihr könnt übrigens auch nochmal hier schauen, wenn ihr das jetzt noch nicht ganz verstanden habt, wie diese Produkte funktionieren. Ich hatte vor 2 Monaten ein Webinar gegeben zu den Discount-Optionsscheinen, wie sie funktionieren, wie man sie suchen kann über Onvista zum Beispiel und wie man sie auch einsetzt. Da könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal euch diese Schulung nochmal anschauen zu dem Thema Discount-Optionsscheine. Dann sollte danach hoffentlich alles relativ klar sein. Ja, dann können wir uns jetzt natürlich gemeinsam noch den Chart angucken, wie das momentan aussieht. Natürlich der Dow Jones wie auch der DAX zuletzt von einem Hoch zum nächsten angestiegen. Wir haben natürlich auch aus technischer Sicht jetzt ein gewisses Korrektur oder einen Korrekturbedarf. Man sagt ja immer so schön, eine Korrektur wäre gesund, wenn sie dann eintritt, was auch immer gesund dann entsprechend bedeutet. Aber mein erstes Kursziel liegt hier im Bereich um 36.550 in etwa und danach im Bereich um 35.650. Das wären so die Kursziele, die ich habe auf der Short-Seite im ersten Quartal 2024 aufgrund der verschiedenen Vorfilter, die wir uns eben angesehen haben. Für den DAX, das wird einen jetzt nicht unbedingt überraschen, sieht es natürlich sehr ähnlich aus. Hier haben wir vor allem, was wichtig ist, die Saisonalität. Da sieht man eben, ist auch jetzt gerade top aktuell mit dem 31.12.2023 als Enddatum dieser 20-Jahres-Durchschnittsbetrachtung. Und auch hier soll es bis Mitte März in etwa eine Korrektur geben, bevor dann eine Gegenbewegung einsetzen könnte. Also auch hier das erste Quartal könnte durchaus schwierig werden. Daher auch für den DAX ist das für mich ein klarer Short-Kandidat und zumindest kam der Markt ja jetzt etwas zurück zuletzt. Wir haben jetzt mal eine Korrektur gesehen. Wichtig war schon mal, dass dieses letzte Zwischentief hier, diese Unterstützungszone um 16.624, dass die nach unten durchbrochen wurde. Jetzt haben wir eben gesehen, der Markt ist hier nach unten weggelaufen, läuft jetzt wieder an diese Marke ran oder ist heute schon an diese Marke herangelaufen. Und jetzt darf man gespannt sein, ob das jetzt als Widerstand angesehen wird und der Markt dann hier nach unten wegläuft. Das wäre zumindest das, worauf ich aktuell spekuliere. Und ja, in einem anderen Video oder Webinar, kann sogar sein, dass das hier im Webinar war, glaube ich. Da hatte ich ja gesagt, mein erstes Kursziel wäre im Bereich um 16.525 oder 28, dieses alte Allzeithoch. Das wurde dann auch jetzt abgearbeitet und meine nächsten Ziele liegen dann hier im Bereich um 16.400, anschließend 16.200 und 16.000. Bis dahin, wenn es denn wirklich jetzt mal deutlicher korrigieren sollte, werden wir sicherlich noch das ein oder andere Webinar haben. Aber das schon mal zur Info, das sind meine nächsten Kursziele. Wie gesagt, jetzt erstmal darauf achten, ob dieser Widerstand hier entsprechend als Widerstand erkannt wird. Und dann wären die nächsten Kursziele im Bereich 16.400, anschließend 16.200 und danach 16.000. In diese Richtung könnte es entsprechend laufen, wenn der Markt hier nochmal zurücksetzen sollte. So, dann gucke ich jetzt gerade nochmal rein oder was hier noch für Fragen gekommen sind, ob Fragen gekommen sind zu diesen Märkten. Ansonsten werde ich gleich auch mal an den René übergeben und vielleicht nebenbei noch die Informationen. Jetzt sieht man eben wieder, nach Drawdown-Phasen gibt es auch wieder positive Zeiten. Wir hatten hier einen deutlichen Drawdown. In meinem Short-Term-Trader hatten wir ja hier auch im Webinar länger darüber gesprochen, dass solche Drawdown-Phasen eben dazugehören. Und ich hatte ja noch gesagt, eigentlich würde es sich jetzt eher anbieten, in diesem Bereich dann wieder dieser Strategie auch zu folgen. Und jetzt sind wir relativ schnell von ungefähr 525% wieder auf 834% nach oben angesprungen. Die letzten Trades und letzten Tage und Wochen liefen extrem gut. Jetzt heißt es aber natürlich auch wieder ein bisschen aufzupassen. Nichtsdestotrotz, wir sind hier weiterhin auf der Short-Seite unterwegs. Weil mein kurzfristiges DAX Daytrading-System das entsprechend aufzeigt. Die Short-Seite wird also kurzfristig immer wieder gehandelt und dann werden Positionen auch schnell wieder geschlossen, wieder neu eröffnet und so weiter. Ihr kennt ja meine Vorgehensweise. Aber auf jeden Fall sieht man schon, es ist jetzt wieder deutlich besser gelaufen. Also nach guten Phasen kommen schlechte Phasen, nach schlechten Phasen kommen auch wieder gute Phasen. Zumindest ist es in der Regel so. Man weiß nie, wann gute, wann schlechte Phasen einsetzen. Aber wie man sehen kann, wechseln sich diese Phasen doch dann immer wieder ab.
So, jetzt schaue ich gerade nebenbei mal in die Fragen rein, würde vielleicht kurz an dich schon mal übergeben, René, dass du vielleicht schon mal den einen oder anderen Wert besprechen kannst und dann übernehme ich vielleicht nachher nochmal. Genau. Ja, auch von mir hallo in die Runde und ich habe vernommen, Orange Juice war gefragt, da schauen wir auch direkt mal drauf. Wir fangen mal an mit, ja, wir fangen mal an mit den COT-Daten. Was wir sehen ist, dass die Fonds hier schon eine ganze Weile auf der Verkaufsseite sind. Wir hatten immer wieder darüber gesprochen, dass es irgendwann nach dieser extrem starken Trendbewegung, die ja auch zu einem erheblichen Teil von kommerziellen Käufen getrieben war, also speziell auch Produzentenkäufe. Normalerweise kaufen Produzenten nicht in steigende Preise hinein, sondern sie sind eigentlich Verkäufer. Aber wenn es eine Unterdeckung gibt, beziehungsweise wenn es ein Defizit gibt, weil eben Ernteschäden da waren, und zwar in erheblichem Maße, dann müssen die selbst von woanders einkaufen und dann ist es ein reiner Käufermarkt. Und typischerweise sind die Trends dann sehr, sehr hartnäckig. Das haben wir gesehen. Und wenn es dann aber mal losgeht mit der Korrektur, dann korrigiert es recht zuverlässig dorthin, wieder, wo dieser Ursprung dieser Produzentenkäufe war. Das heißt also, wenn man sich einfach anschaut, wo haben die Produzenten angefangen zu kaufen? Das war hier so in der Region um 230. Woran kann ich das sehen? Wir sehen hier unten diese rote Linie, das ist die Nettoposition der Produzenten. Und hier ging das los, dass die Produzenten in steigende Preise hinein, Kurve steigt, auch Positionen ausgebaut haben. Und das hier ist das typische Verhalten, was wir jetzt wieder sehen, eigentlich, dass wenn der Preis fällt, dass dann die Nettoposition der Produzenten raufgeht. Also mittlerweile sind die Produzenten wieder in dem üblichen Modus. Dadurch ist der Markt auch jetzt tatsächlich zuletzt mal ein ganzes Stück zurückgekommen. Und aus saisonaler Sicht, können wir auch mal drauf schauen, aus saisonaler Sicht schaut es wie folgt aus. So, da sehen wir, blaue Linie ist der tatsächliche Verlauf und die anderen bunten Linien sind 5-Jahres-Saisonalität rot, 15-Jahres-Saisonalität grün und 30-Jahres-Saisonalität gelb. Und da sehen wir, dass der Markt sich im Moment typisch saisonal verhält, nämlich er schwächelt. Und diese Phase, ja, die ebbt jetzt in diesem Zeitfenster so ab Mitte Januar so ein bisschen ab. Aber insgesamt kann man sagen, hat man schon eine Schwächephase, die bis in den Februar hinein reicht, typischerweise. Jetzt müssen wir aber auch natürlich verstehen, dass wir aus einer Extremsituation kommen und die nächste Situation wird mit Sicherheit auch extrem sein. Ganz klassisch ist es ja so, dass man grundsätzlich, wenn man schon zu früh dran war mit seinen Short-Erwartungen oder mit seinen Short-Positionen auch, dann ist man ja froh, wenn überhaupt es mal wieder in die richtige Richtung läuft. Und meistens oder fast immer unterschätzt man dann das Ausmaß der Bewegung. Von daher ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man diesen Ankerpunkt wirklich auch, ja, auch in seinem Gedächtnis ankert, nämlich die 230. Solange die noch nicht erreicht ist, ist dieser Korrekturmodus mal losgelöst von Saisonalität und typischem Marktverhalten, ist dieser Korrekturmodus dann immer noch aktiv. Heißt also, Orange Juice tendenziell bei Erholung immer wieder ein Short-Kandidat, aber wir erleben es ja in den letzten 3 Jahren, was alles Irres in der Welt passiert. Vieles menschengemacht, manche Sachen aber einfach aus der Natur, aus dem natürlichen Zyklus heraus. Passiert es ab und zu mal, dass zum Beispiel es dann Ernteschäden gibt. Von daher müssen wir auch da einfach sehen, dass wir hier eine Extremsituation hatten. Die nächste Bewegung oder die aktuell laufende Bewegung wird wahrscheinlich auch sehr extrem ausfallen, aber es kann natürlich immer wieder irgendetwas Außergewöhnliches passieren. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Es war jetzt allein in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht, wie oft es der Fall war, aus verschiedensten Gründen, mal waren es geopolitische Spannungen, mal waren es die Lockdowns, gab es die Situation, dass
die Lieferketten unterbrochen oder stark verlangsamt waren. Jetzt, weil diese Idioten da im Suezkanal die Containerschiffe beschießen, machen die Containerschiffe riesige Umwege mittlerweile. Also die großen Reedereien, alles, was die transportieren von Asien hierher, da gehen ja durch den Suezkanal gehen 3/4 der weltweiten Warenlieferung bzw. Exporte, gehen durch den Suezkanal. Das heißt also, es ist ein sehr, sehr wichtiger Kanal. Und ich habe heute gerade eine Grafik gesehen, da hat man gezeigt, wie die Containerpreise, wie die sich entwickelt haben. Die Containerpreise sind von unter 1.000 auf, je nachdem von wo nach wo sie verschifft werden, auf bis zu 4.000 raufgegangen. Das ist natürlich schon extrem. Und die Lieferdauer ist jetzt irgendwie, glaube ich, 20, 30 Tage mehr. Das heißt also alles, auch wieder gleiche Problem bei Palladium, was wir schon ein paar Mal hatten in den letzten Jahren. Die Lieferketten sind verlangsamt oder unterbrochen. Dadurch kann natürlich auch nicht weiter produziert werden oder es wird sehr viel langsamer produziert. Also kann eine theoretisch vorhandene Nachfrage gar nicht bedient werden. Und dann purzeln die Preise. Und ja, wir wissen nicht, wie lang diese Aneinanderkettung von Irrsinn noch anhält. Aber man kann natürlich mutmaßen, dass dann vielleicht noch das ein oder andere kommt. Nur für uns als Trader, was soll man denn machen? Soll man jetzt sich verkriechen und 10 Jahre abwarten, bis alle sich die Hand schütteln und sagen, alles ist gut? Man wird nicht umhin kommen, ganz normal zu handeln, seine Systeme zu traden und damit okay zu sein, dass es eben halt schwankt und dass es auch immer wieder Ausreißer gibt. Weil in diesen Phasen, und das muss man halt auch verstehen, das wissen alle, die in der Trading Class zum Beispiel dabei sind, da haben wir uns das auch angeschaut, die guten Systeme sind gerade auch dann, weil sie von Volatilität leben, sind gerade auch in den Krisenzeiten, wenn es wilder zugeht an den Märkten, dann sind die auch sehr stark und performen sehr stark. Aber sie haben natürlich auch größere Schwankungen in dieser Zeit. Das heißt also, das eine geht mit dem anderen Hand in Hand. Von daher gibt es für mich gar nicht die Option, dass ich sage, oh, ich halte mich mal raus, sondern man kann vielleicht die Einheiten reduzieren, bleibt ein bisschen defensiver. Aber aus Angst nicht zu traden, weil man sagt, ah, da gibt es doch jetzt mehr Fehlsignale. Ja, gibt es, aber wir haben zum Beispiel auch in der Trading Class, da ist es jetzt auch wieder ein bisschen zurückgekommen, aber da hatten wir jetzt auch einen Schwung innerhalb von 3 Monaten 150.000. Also sowas gibt es natürlich in einem Umfeld, in dem alles ganz, ganz entspannt ist, gibt es das auch nicht. Von daher muss man also auch hier auf der einen Seite das Setup handeln. Setup sagt Richtung 230 oder erst bei 230 ist diese Korrekturbewegung abgearbeitet und erledigt. Kann natürlich immer wieder Gegenreaktionen geben. Wenn irgendetwas exogen, schockmäßiges wieder passiert, ja, dann wird es natürlich nochmal einen Ausreißer geben. Aber ich kann eben nicht mein Handeln ständig von der Angst beeinflussen lassen, sondern ich mache das, was ich immer mache. Ab und zu kriegt man mal eins übergebraten, manchmal auch ein bisschen öfter. Aber grundsätzlich ist hier die Marschrichtung bei Orange Juice Short. Und bei Erholungen, ja, wie weit kann so eine Erholung laufen? Also ein Zeitpunkt, ein günstiger, um wieder einzusteigen in Shorts, wäre hier so Mitte Januar, zwischen dem 15. und 25. Januar. Und Exit wäre so um den 20. Februar herum, Pi mal Daumen. Da haben übrigens mehrere Märkte, auch gerade die Energies, haben dort Zeitfenster oder haben ein Zeitfenster, in dem sie ihre Korrekturen typischerweise beenden, von daher und neue Trends anfangen, von daher kann man sich das schon mal so grob vormerken. Okay. Dann war der nächste Markt, der gefragt war, das war der Euro gegenüber dem US-Dollar. Genau, haben wir auch nicht so oft besprochen in den letzten Monaten. Schauen wir mal drauf. COT-Daten zeigen uns an, dass, dass die Fonds auf einem relativ hohen Niveau investiert sind und jetzt jüngst nochmal angefangen haben zu kaufen. Das hat den Preis auch ein bisschen nach oben gedrückt. Ich mache mal eine ganz lange Historie oder was heißt ganz lange, eine 20-Jahres-Historie. Grüne Linie hier oben sind die Fonds, ist die Nettoposition der Fonds. Und wir sehen, Extremwert war hier im Jahr 2020, im September
220.000 Kontrakte, so Pi mal Daumen. Wir sind immer bei 152.000, also wäre noch ein bisschen Luft, aber heißt natürlich nicht, dass es auch bis dorthin gehen muss. Wir bewegen uns preistechnisch im Niemandsland bei 1,10. Wenn wir jetzt hier ein Volumenprofil anlegen würden mit ganz, ganz langer Frist auf 20-Jahres-Sicht, dann hätten wir hier zum Beispiel ein sogenanntes Effizienzlevel. Hier hat sich der Kurs einfach sehr, sehr oft aufgehalten, so ein Ankerpunkt. Das heißt also, solange wir nicht über die 1,1350 ausbrechen hier oben und auch nicht unter die 1,04 absinken, ist dieser Markt ziemlich neutral. Und dementsprechend habe ich im Euro eigentlich außer so ein paar Systemtrades, die ich einfach stupide immer trade, wenn ein Setup kommt, also kurzfristige saisonale Trades zum Beispiel und dergleichen. Ansonsten habe ich dort gegenwärtig keine Ambition, was zu machen. Euro ist für mich ziemlich neutral. Was wir aber gesehen haben, da haben wir zuletzt auch drüber gesprochen, schon auch ich glaube, es war beim Jahresausblick, wir haben gesehen, dass es ein paar Faktoren gibt, die eine Dollarschwäche eher erwarten lassen. Wenn das so wäre, würde das natürlich den Euro dann eher nach oben drücken. Aber generell bin ich jetzt gegenwärtig bei den Währungen ziemlich neutral. Da mache ich also keine diskretionären Trades, sondern nur die ganz sturen Systemtrades. Die haben aber hiermit nichts zu tun. Von daher also hier eine neutrale Ausgangssituation beim Euro. Und hier wäre man aus meiner Sicht gut beraten, neue Impulse abzuwarten. Im Moment ist aber nach oben und unten sind so ungefähr 4-5 Cent, die es bräuchte, um auszubrechen, die zurückgelegt werden müssten. Von daher auf diesem Niveau kein Handlungsbedarf. Hier halte ich mich gegenwärtig an der Seitenlinie. Okay, dann sehr viele Fragen, die schon reingekommen sind zu Palladium und auch zu Platin. Von daher sind das die beiden nächsten Märkte, die wir uns hier auf jeden Fall angucken sollten. Palladium und Platin ja zwischenzeitlich mal angestiegen, kam jetzt aber doch wieder etwas deutlicher zurück. Von daher kann ich mir auch vorstellen, warum so viele Fragen hier reinkommen. Also Palladium und Platin machen wir dann als nächstes. Genau, ja. Ich habe es ja eben gerade schon anklingen lassen, was ein Hauptgrund ist, warum Palladium jetzt wieder diese wilden Ausschläge hat, warum es dann auch wieder zurücksetzte. Wir hatten einmal natürlich diese Situation jetzt, die jetzt seit ein paar Wochen auch, ich glaube, es sind jetzt mittlerweile 3 Wochen, wo dieser Modus da im Suezkanal anhält. Die Reedereien mittlerweile, wie gesagt, fahren Umwege, riesige Umwege. Und wir hatten das ja während der Corona-Phase, ich glaube, es war ein längeres, einmal sehr, sehr lang, aber gefühlt war es mehrfach, dass einfach die Lieferungen aus China auch dann teilweise Fahrzeugteile beziehungsweise Teile, die für die Fahrzeugproduktion benötigt wurden, ließen auf sich warten. Dadurch kann natürlich, wenn man so ein Auto zusammenbauen will und nehmen wir mal an, es fehlt die Hupe, das ist jetzt natürlich ein relevantes Teil. Nehmen wir an, es fehlt die Hupe, dann brauche ich den, ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, wir liefern halt 50.000 Autos aus, fehlt halt die Hupe, aber Hauptsache der Katalysator ist drin, sondern wenn Teil 1 fehlt oder Teil 15 fehlt, dann brauche ich Teil 20 jetzt auch nicht 100.000-fach nachfragen, weil ich einfach die Produktion nicht fortsetzen kann. Diese Situation hatten wir jetzt mehrfach und in diese Situation sind wir jetzt auch wieder reingeschlittert, weil einfach auf der Welt sehr viel Eskalation da ist, sehr viel Spannung und Anspannung da ist. Aber wie eben schon gesagt, ich halte nichts davon zu sagen, ja, dann halten wir uns doch an der Seitenlinie, weil wenn man danach geht, dann hätte man sich ja auch während Corona hätte man ja dann niemals diesen Absturz nutzen dürfen, um Aktien zu kaufen zum Beispiel oder die Abstürze der Rohstoffe nutzen dürfen, um long zu gehen, solange bis Corona offiziell vorbei war. Also da hätte man ja bis 2023 im Prinzip nichts machen dürfen oder bis Ende 2022. Wäre auch falsch gewesen. Also von daher, ich persönlich habe mich einfach damit abgefunden und akzeptiere es, dass das dazugehört.
Und es kann natürlich sein, dass dieser Modus noch eine Weile andauert. Auch hier bei Palladium, die Ausgangssituation ist klar. Wir sind in der saisonal stärksten Phase, haben auch ganz typisch eigentlich gesehen, dass hier, also beziehungsweise nicht ganz typisch, Palladium ist sogar schon ein bisschen früher nach oben geschossen. Das war nicht ganz typisch, aber es war sehr nah dran an diesem typischen Verlaufsmuster. Und was wir üblicherweise sehen, ist eben eine Stärke, die bis in den März hinein reicht. Erster Schwung geht so bis ja, paar 20. Januar und der zweite Schwung geht bis Anfang März, erste Märzwoche. So, und dieses Muster ist so beständig, dass ich ja bescheuert sein müsste, wenn ich es nicht jedes Jahr nutzen würde. Aber es gab Jahre, da könnt ihr mal ein bisschen zurückschauen, beziehungsweise wir können sogar gemeinsam zurückschauen vielleicht. Es gab Jahre, gehen wir in den Stacked-Modus. Es gab Jahre in den letzten Jahren, da hat Palladium 50% innerhalb von einem Monat gemacht. Das war auch dann so Richtung Februar, März, also Januar, Februar, März, da gab es wirklich wahnsinnige Bewegungen. Und dann gibt es natürlich Jahre, wo dieses Zeitfenster nicht so positiv ist. Das gehört einfach dazu. Wir sehen hier, wie diffus das dann teilweise war. In manchen Jahren passiert herzlich wenig. Also hier sehen wir mal so den Verlauf von Januar bis März. Das ist jetzt sehr unübersichtlich. Und wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, wird es noch unübersichtlicher. Insofern kann man es eigentlich nur ja, grob umschreiben, weil man müsste das jetzt alles einzeln wegklicken und sich anschauen. Und dann würden wir hier in 3 Stunden noch sitzen. Das will ich euch nicht antun. Aber wir hatten auf jeden Fall sehr extreme Verläufe. Ihr könnt ja gerne mal im Nachgang dieses Webinars euch einen Chart nehmen. Und also bei Barchart zum Beispiel einfach mal den historischen Palladium-Chart anschauen, bis, was weiß ich, bis 2015 zurück. Und dann seht ihr, dass es dort Jahre gab, in denen es im Januar und im Februar richtig heftig angestiegen ist. Und dann gibt es Jahre, in denen das natürlich nicht passiert. Aber typischerweise ist das eine Phase, in der es zur Stärke neigt. Wir können auch mal, das ist vielleicht ein bisschen übersichtlicher, wir können uns mal anschauen, die Trefferquote bei den einzelnen Monaten. Der Januar ist zum Beispiel im langfristigen Durchschnitt ja so in 56 bzw. 53% der Fälle positiv. Ist also jetzt nicht so der Superknaller. Der Januar ist also so ein bisschen wackeliger. So ein Hop- oder Top-Monat. Mal ist er gut, mal ist er nicht gut. Aber der Februar ist zum Beispiel natürlich ein sehr, sehr starker Monat. In den letzten 5 Jahren hatten wir 80% Anstiegswahrscheinlichkeit. Also in 4 von 5 Fällen ist Palladium in den letzten 5 Jahren gestiegen. In den letzten 15 Jahren, grün, hatten wir 66% Anstiegswahrscheinlichkeit. Das ist auch schon ordentlich. Also in 10, 11 von 15 Fällen ist es gestiegen. Oder war der Schlusskurs im Februar höher als der Anfangskurs. Und in den letzten 30 Jahren haben wir auch fast 2/3 Trefferquote. Das ist, also das heißt, in 20 von 30 Fällen ungefähr ist es dann im Februar höher geschlossen, als es gestartet ist. Heißt also, so Richtung Februar die Long-Seite zu spielen, ist grundsätzlich immer gut. Aber wir haben in den letzten 3 Jahren, gerade bei Palladium, auch wirklich sehr, sehr extreme Bewegungen gesehen, vor allem auch extrem nach unten. Von daher, ich halte überhaupt nichts davon, jetzt zu sagen, ah, diesmal ist alles anders. Die Leute, die immer erzählen, diesmal ist alles anders, natürlich ist es ab und zu mal anders. Aber wer nach diesem Modus geht und sich gegen die Wahrscheinlichkeiten stellt, gegen die langfristigen Wahrscheinlichkeiten, gegen die langfristigen Gewinnvorteile, der hat, der überlebt nicht lange am Markt. Von daher mache ich das, was ich immer mache. Und ich mache es dann, wenn ich es immer mache. Und ja, ob es jetzt in diesem Jahr dann ein großer Wurf wird oder ob es in diesem Jahr nicht erfolgreich ist, die Wahrscheinlichkeiten sprechen dafür, dass wir auf der Long-Seite agieren. Und wer da einfach Sorgen hat oder Ängste hat, naja, der fährt halt mit den Einheiten runter, aber also setzt halt weniger ein pro Trade. Aber sich gegen solche Wahrscheinlichkeiten zu stellen von 66 oder 80%, naja, also da würde man sofort der Uni verwiesen werden, wenn man das in der Stochastik-Vorlesung, wenn man das dort proklamieren würde. Also von daher,
Klar, es kann anders laufen. Vielleicht läuft es auch in diesem Jahr anders, aber wir haben ganz viele Signale, die hier das immer wieder handeln und die das auch oder die dabei auch sehr, sehr profitabel sind. Insofern also Palladium ganz ähnlich wie Platin, da gucken wir als nächstes drauf. Auch im Bullenmodus Platin auch zwischenzeitlich schon schön angestiegen gewesen. Wir schauen mal auf die klassische Saisonalität. Mach mal so, na, da kommt gar kein Chart rein. So, wir machen es mal so, genau. Blaue Linie ist der tatsächliche Verlauf. 5-Jahres-Saisonalität rot, 15-Jahres-Saisonalität grün und 30-Jahres-Durchschnitt ist gelb. Da sehen wir Palladium, Palladium, Platin neigt dazu, so ab dem 15., 20. Dezember deutlich nach oben zu gehen. Auch hier war es so, dass der Preis schon ein bisschen vorher anfing zu steigen. Das ging so ab der ersten Dezemberwoche los. Und ja, auch hier ist es so, dass der Januar oftmals so ab der Mitte so ein bisschen einen Durchhänger hat oder haben kann. Insgesamt ist aber hier dieser Schwung, also dieser erste Schwung, der geht so bis Mitte Februar typischerweise. Und dann gibt es oftmals noch einen Schwung, der so ja in der zweiten Märzhälfte startet und bis in den April hineingeht. Heißt also, grundsätzlich haben wir hier so ein Cluster, was eigentlich von Mitte Dezember bis in den, ja, Minimum bis Mitte Februar, eher sogar bis in den späten April hineinreicht, indem man die Long-Seite handeln sollte. Und wir haben auch jetzt gerade ein Setup im Januar von Handelstag 1 bis Handelstag 12. Ich glaube, 12 ist es. Bei dem Platin auch auf der Long-Seite gehandelt wird. Auch das hat eine hohe Trefferquote. Da liegen wir, glaube ich, bei paar 70%. Ich glaube 75%. Vielleicht sind es auch 79%. Kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht genau sagen. Aber wir sind auch hier in so einem Zeitfenster, in dem die Long-Seite attraktiv ist. Aber auch hier gilt wieder, man kann sich jetzt nicht darauf verlassen, dass es in diesem Einzelfall auf jeden Fall klappen wird. Aber wenn ich mir das merke und sage, okay, das mache ich jedes Jahr. Also wir machen ja diesen Platin-Trade oder die Platin-Trades sind ja mehrere, die machen wir ja seit Jahrzehnten. Und dann spielt man natürlich den Gewinnvorteil auch wirklich gut aus. Aber jetzt herzugehen und zu sagen, okay, ich probiere es mal und wenn es nicht erfolgreich ist, dann lasse ich es direkt wieder. Ich meine, also wo in der Welt wäre man, in welchem Business wäre dann man denn mit dieser Einstellung erfolgreich? Also wir haben ja letztes Mal schon das Beispiel mit den Bewerbungen gehabt. Ich will jetzt nicht wieder zu abstrakte Beispiele bringen, aber es gibt einfach keine Bereiche, in denen man erfolgreich ist oder nachhaltig erfolgreich ist, wenn man etwas einmal probiert und dann nie wieder. Das gibt's nicht. Das heißt also, das ist das völlig falsche Mindset. Und ich habe neulich ein Video gesehen von einer Frau, die im Investmentbereich aktiv ist und die hat richtigerweise gesagt, wenn man mit Schwankungen, mit Verlusten nicht umgehen kann, dann ist das halt einfach das falsche Betätigungsfeld. Und das muss man dann sich halt entweder zugestehen oder eingestehen und dann muss man halt sich fernhalten davon. Das bedeutet aber wiederum auch, dass man dann natürlich diese Möglichkeiten, die Trading bietet oder die Anlage generell oder Finanzanlagen generell bieten, dass man die natürlich nicht auch ausnutzen kann. Also das muss man sich einfach klar machen. Von daher auch hier von den Wahrscheinlichkeiten her spricht hier alles für die Long-Seite. Wir können auch hier uns mal die Monatsstatistik anschauen und uns anschauen, wie da die Monate verteilt sind. Der Januar hat hier so 2/3 Anstiegswahrscheinlichkeit. Der Februar liegt so bei 60% und zwar konstant. Der März ist schwach. Das ist tatsächlich ein Monat, vor dem man dann schon seine Position glattgestellt haben sollte. Und der April wird dann aber wieder positiv. Das heißt also, es bietet sich an. Und genauso sind ja auch viele Setups aufgebaut, die wir aus saisonaler Sicht haben. Es bietet sich an, zum Beispiel Mitte Januar, Mitte Februar Teilausstiege vorzunehmen oder Mitte Februar komplett rauszugehen und dann wieder in Richtung April sich zu positionieren. Aber grundsätzlich, wenn man sich einfach merkt, okay, zwischen Mitte Dezember und Mitte, Ende April long im Platin, dann wird man schon in vielen Jahren erfolgreich sein,
Das ist also so das einfachste Cluster, was man hier nutzen kann, weil es einfach ein starkes Zeitfenster ist in dieser Zeit. Haben sich Sachen geändert bei Platin? Natürlich. Hat sich alles elementar oder komplett verändert? Natürlich nicht, denn es ist nach wie vor ein sehr gefragtes Metall, ein sehr gefragtes Edelmetall. Und das, was es dort an Änderungen gab in der Autoindustrie, erstens ist das schon seit 2015 Thema. Das heißt also, wir haben jetzt 2024, also Märkte preisen Veränderungen extrem schnell ein. Das ist keine neue Story mehr, dass das Platin weniger nachgefragt ist durch Elektromobilität oder durch den Wegfall von Diesel. Wobei man sagen muss, da ist ja noch gar kein Wegfall da, sondern es wird ja immer noch ordentlich produziert. Wir sind ja hier so eine kleine Insel, wo halt alles anders gemacht wird, aber die anderen produzieren noch munter. Von daher ist das A, längst bekannt und B, wird es am Ende, glaube ich, gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Von daher ist also hier dieses Zeitfenster Mitte Dezember bis Mitte, Ende April grundsätzlich sehr, sehr geeignet für die Long-Seite bei Platin. Okay, dann ein weiterer Markt, den wir letztes Jahr häufig besprochen haben, der sehr stark durch die Decke gegangen ist, ist der Kakaopreis. Dieser läuft ja jetzt doch schon seit einigen Wochen mehr oder weniger seitwärts und da kamen jetzt hier von einigen die Fragen rein, wie es denn bei Kakao wohl in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen könnte. Ja, aus saisonaler Sicht, wir sehen es ja hier schon, blaue Linie ist der tatsächliche Verlauf und die anderen drei Farben sind eben die 5, 15 und 30 Jahressaisonalität. Aus klassisch saisonaler Sicht müsste man sich jetzt nochmal anschnallen für einen Schub nach oben. Aber gerade wenn Märkte so extrem gelaufen sind, wir haben das bei Bauholz damals gesehen, wir haben es bei Erdgas auch gesehen, gerade wenn die so extrem gelaufen sind, dann ist auch mal irgendwann die Saisonalität ausgehebelt. Wann das ist, keine Ahnung. Aber klassischerweise sieht man hier, kommt typischerweise ein Schwung vom 5. Januar bis zum 17. Januar. Das sieht natürlich in so einer Grafik auch immer viel extremer aus, als es dann am Ende ausfällt. Also wenn man sich dann die einzelnen Jahre anschaut, erstens ist es nicht immer passiert, zweitens sind das dann teilweise Bewegungen von einem halben Prozent oder so. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil so ein saisonaler Chart mutet immer so an, als könnte man da unfassbar viel aus den Bewegungen rausholen. Wenn wir das dann untersuchen und da den Computer anschmeißen, das dann auswerten, dann sieht man, okay, das ist mitunter gar nicht handelbar, sondern es sind größere Schwünge handelbar. Aber was man natürlich schon sehen kann, ist, dass hier so bis etwa 20. Februar ist noch die Short-Seite noch nicht so aus saisonaler Sicht angesagt. Dann aber wird es tatsächlich interessant. Das heißt also, ich bin zum Beispiel schon mit einer ersten Position Short in dem einen oder anderen Account. Das ist eine Anfangsposition. Und ja, diejenigen, die vielleicht auch schon Short sind, da müssen wir uns halt noch ein paar Wochen anschnallen, beziehungsweise müssen da noch ein bisschen geduldig und beharrlich bleiben. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, warum bist du dann schon Short? Naja, ganz einfach, weil Saisonalität ist ja nicht der alleinige Faktor, sondern die saisonale Komponente kommt dann ab Mitte Februar, 20. Februar herum, kommt die hinzu. Aber wir haben eine Situation, wo die Fonds sehr hoch investiert sind. Wir haben eine Übertreibung gehabt nach oben, historische Extremwerte, eine Beschleunigung der Bewegung gehabt und so weiter und so fort. Also ganz viele Faktoren auch, verschiedene Faktoren. Und die Saisonalität ist halt ein Faktor, einer von einem halben Dutzend Faktoren, die jetzt wirklich stark auf den Preis wirken. Und ich versuche es meistens, ist nicht in jedem Markt möglich, aber ich versuche es meistens so zu halten, dass ich in mehreren Tranchen operiere, weil es nahezu unmöglich ist, es perfekt zu timen, gerade wenn die Bewegungen sehr extrem sind. Gerade wenn man eine Extrembewegung, also eine extreme Übertreibung abgreifen möchte, dann ist es nahezu ausgeschlossen, dass man das hoch absolut trifft. Bestes Beispiel war Bauholz, wer sich erinnert. Ich habe so bei 1350, so da ging es los, dass ich geschortet habe bei dieser letzten Bewegung. Die ging bis 1740 rauf, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist natürlich schon nochmal ein extremer Schub gewesen, 20, 25% nochmal on top
von dem Niveau aus, auf dem ich angefangen hatte zu shorten. Aber wenn man dann sieht, wo es gelandet ist, wir sind bei 400 gelandet, dann war die 1300 gar nicht so beschissen. Aber es ist immer die Frage, mit welchen Produkten kann ich so lange drin sein? Da gibt es praktisch keine, auch bei den Futures muss man immer wieder rollen. Und ja, mit welchem Kontovolumen muss ich sowas machen, damit ich diese Schwankungen aushalten kann? Das sind die Knackpunkte dabei, aber grundsätzlich, diese Marschrichtung war schon richtig. Natürlich perfekt wäre gewesen, bei 1300 nochmal long zu gehen bis 1700 und dann dort all in short. Aber wir sind hier keine Hellseher, sondern wir betreiben Spekulation. Und Spekulation bedeutet, ich arbeite mit Wahrscheinlichkeiten. Ich versuche, das Bestmögliche zu machen oder die bestmögliche Entscheidung. Aber mir muss klar sein, ich werde fast nie eine optimale Entscheidung treffen. Ich werde entweder immer zu früh dran sein, ein bisschen, manchmal auch deutlich zu früh, oder zu spät. Und letztlich, wenn man immer nur an der Seitenlinie wartet und sagt, ja, diesmal ist es eine Ausnahmesituation und da mache ich es auch wieder nicht, die Leute kommen definitiv nie voran. Also ich glaube nicht, dass Steve Jobs und Bill Gates und wie sie alle heißen, dass die deshalb so erfolgreich geworden sind und deshalb solche gigantischen Unternehmen, die wir alle kennen und alle nutzen, aufgebaut haben, weil sie in der Garage saßen und gesagt haben, na, das ist es noch nicht. Ich glaube, wir warten erstmal. Nein, die haben irgendwelche Computer zusammengeschraubt, die Dinger sind auseinandergefallen, explodiert, was auch immer. Und dann haben sie halt weitergeschraubt und haben das nächste Ding zusammengeschraubt. Also mit einer solchen Einstellung wird man erfolgreich. Natürlich, manche schaffen es auch nicht, obwohl sie zum 10. Mal so ein Ding zusammenschrauben. Aber vom Mindset her ist es keine Option zu sagen, ah, es ist alles so unsicher gerade. Nein, also deshalb von hier oder von der gegenwärtigen Situation aus gehend, erste Tranche ist bei mir drin. Die läuft noch nicht. Ich hab einen Preis bei 4.080, so bin ich eingestiegen. Also ist schon ein paar Prozent hinten gegenwärtig. Und so Richtung 20. Februar wird es für die Short-Seite interessant. Warum bis dahin nicht long? Kann man machen, wer das möchte. Wer sich rein saisonal orientiert, kann bis dahin long gehen. Müsste sich dann natürlich anschauen, wie er das Ganze absichert. Wir haben einen Long-Trade bei unseren Short-Term-Seasonals jetzt dabei. Der ist im Januar dran. Der kommt jetzt in den nächsten Tagen, ich glaube von Handelstag 8 oder sowas. Müsste ich jetzt nachher mal nachschauen, wann es genau ist. Also System-Trades gibt es tatsächlich, die in dieser Zeit arbeiten. Da ist die Trefferquote aber auch irgendwo so bei 56%, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da sieht man auch, dass das eher so ein Goldschürfer-Modus ist, als dass es ein schneller Übernachtreichmacher ist. Also von daher, erstmal ist die Long-Seite noch wahrscheinlich und dann ab Mitte Februar, 15. 20. Februar, wird es dann auch aus saisonaler Sicht attraktiv für die Short-Seite. So. Und vielleicht bei den Discount-Puts geben könnte. Und da kam nämlich eben die Frage rein von einigen. Ingmar, weißt du schon, ob es neue Produkte gibt von der DZ Bank? Also es gibt einige Produkte und ich zeige euch das nur ganz kurz. Ich habe es gerade schon aufgerufen und danach kann der René dann noch einen weiteren Markt besprechen. Aber hier, wenn man sieht, auf der Seite der DZ Bank unter Rohstoffe, Kakao Future, Hebelprodukte, Discount-Optionsscheine, in diesem Falle Short, da sieht man eben, dass hier entsprechende Produkte, ich glaube, ich habe eben mal nachgeschaut, Mitte Dezember neu emittiert wurden. Und hier, genau, gab es eins mit, oder gibt es eins mit Basispreis 4.700, Cap bzw. Floor 4.400, allerdings Bewertungstag 2.2. Dann gibt es aber auch mit 7.6.2024. Das würde ich dann als interessanter erachten. Aber wenn man sich jetzt so ein Produkt hier aufruft, bitte achtet immer darauf, welcher Future denn hier maßgeblich ist. Denn das ist dann nicht der, den ihr aktuell seht, sondern hier steht ja Basiswert Kakao Future 7.2024. Also das ist dann der Juli 2024 Future als Grundlage. Das muss immer klar sein, wenn man ein solches Produkt dann handelt. Aber das wäre vielleicht was, was ganz interessant sein könnte. Und ich werde gerade auch zu Kakao sicherlich demnächst auch nochmal ein Video auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen, auch dann mit einem entsprechenden Produkt, welches hier interessant sein könnte.
So, das soll es dann von dieser Seite gewesen sein. René, vielleicht kannst du gerade wieder den Bildschirm zurück übernehmen, denn es kam jetzt noch gerade von Gerald die Frage rein, wie es denn bei Natural Gas, also Erdgas, ausschaut. Genau, gucken wir uns auch noch an. Erdgas hat ja ein saisonales Zeitfenster, ein sehr stabiles saisonales Zeitfenster der Schwäche zwischen, ja, so November und Februar, werden wir jetzt hier auch sehen. Das geht eigentlich schon im Oktober los, so zweite Oktoberhälfte, so um den 20. herum. Da geht das los und speziell ab November dann bis in den Februar hinein haben wir typischerweise dort Schwäche. Hat damit zu tun, dass dass die Einkäufe für die Winterperiode natürlich im Sommer schon getätigt werden. Wir haben auch keine sensible Phase im Sinne von Hurricane Season oder dergleichen. Und es werden auch keine Klimaanlagen, also es wird nicht so viel Strom verbraucht durch Klimaanlagen und dergleichen. Dadurch haben wir also in dieser Jahreszeit tatsächlich ein sehr beständiges Muster für die Shortseite. Ist natürlich schon ein ganzes Stück fortgeschritten, dieser Abwärtstrend, diese Abwärtsphase auch. Sollte man da jetzt noch rein? Naja, wenn es Signale gibt, kann man es machen. Wir haben zum Beispiel auch bei den Power Breakouts Setups, die unterhalb des Vormonatstiefs jetzt einsteigen würden oder zukaufen würden. Wir haben dort schon Short-Positionen laufen, werden jetzt auch einige glattgestellt schon. Saisonal schwache Phase dauert, wie gesagt, bis in den Februar an. So bis 10., 12. Februar geht diese Phase. Ob da jetzt nochmal großartig was nach unten kommt, keine Ahnung. Also neue Positionen jetzt aufmachen außerhalb meiner Systemtrades, die ich ja einfach stupide mache, losgelöst von wie weit sind wir schon gefallen, wie weit ist der Trend fortgeschritten. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt. Wenn man aber was machen will, dann Erholungen eher zum Shorten nutzen. Und so ab, ja, auch da ab Mitte Februar, ihr merkt es, wir haben jetzt eigentlich sämtliche Märkte, die wir besprochen haben, da gab es so 15., 20. Februar herum gab es eine Signifikanz für entweder Ausstiege oder für den Beginn eines neuen Trends. Also das kann man sich tatsächlich vormerken. Also Erdgas wäre noch im Short-Modus. So Mitte Januar und Anfang Februar, das sind nochmal so gute Zeitpunkte, um auf der Short-Seite nochmal zuzukaufen, wenn man das möchte. Man kann ja wenn man so pyramidenmäßig einsteigt, beziehungsweise gestaffelt einsteigt, kann man das ja pyramidenmäßig machen, dass man also sagt, okay, erste Position jetzt zum Beispiel hierbei ist natürlich jetzt schon vorbei, kann man sich fürs nächste Jahr merken, also beziehungsweise für dieses Jahr, für den nächsten Trade sozusagen. Oktober, November fängt man an, kauft, was weiß ich, meinetwegen 5 Einheiten, dann kauft man meinetwegen zu um den 10. Dezember, da kauft man vielleicht 3 Einheiten, also zum Beispiel 3 Kontrakte oder 300 Stück von irgendeinem Hebelzertifikat, dann kann man meinetwegen nochmal so um den 10. Januar herum auch nochmal, vielleicht nimmt man dann 2 Einheiten und Anfang Februar nochmal eine Einheit. Und dann hätte man so eine Staffelung und darüber kann man sehr viel steuern. Aber jetzt große Positionen würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht mehr aufmachen, weil diese Bewegung halt einfach schon weit fortgeschritten ist, aber grundsätzlich bis so ungefähr 10., 12. Februar ist hier die Short-Seite noch aktiv, ist noch zu bevorzugen. Und ja, wir sehen jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen relative Stärke, die aufkommt, die saisonal atypisch ist. Da muss man mal genau drauf schauen, ob das so bleibt oder ob der Markt auch schnell wieder in den Abwärtsmodus übergeht. Aber tendenziell für die Long-Seite bin ich jetzt noch nicht so zu begeistern, abgesehen vom Preisniveau, das tatsächlich attraktiv wird, wenn wir so in Richtung 220, 240 gehen, wo wir ja jetzt auch waren. Und ansonsten ist aber, wie gesagt, hier bis Mitte Februar die Short-Seite noch zu bevorzugen. Okay, super. Dann haben wir wieder viele Märkte besprochen. Wir sind genau durch. Die Stunde ist schon wieder vorbei. Verging wie im Flug, wie ich finde. Und ich freue mich, dass ihr natürlich auch heute wieder so zahlreich mit hier dabei wart. Ich habe gerade eben zwischendurch auch gesehen, die Teilnehmerzahl war heute ausgesprochen hoch sogar. Und das jetzt direkt am 4. Januar. Also
natürlich bin ich da sehr begeistert, dass ihr so zahlreich dann schon direkt dabei wart. Und so soll es auch weitergehen. Wir starten genauso natürlich weiter durch. Und am Sonntag ist dann eben der erste Sonntag dieses Monats. Daher wird dann schon am Sonntag um 11 Uhr das nächste Trading Insights Webinar stattfinden und dann natürlich wieder an den Donnerstagen von 19 bis 20 Uhr. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Für dieses Jahr natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, gute Trades. Und ja, freue mich darauf, wenn ihr am Sonntag wieder einschaltet. Und die letzten Worte gehören jetzt dir, René. Dir auch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ebenfalls und auch von mir vielen Dank für eure Zeit. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Schönen Abend noch, eine interessante Restwoche beziehungsweise einen interessanten Freitagshandel. Und dann hören und sehen wir uns ja am Sonntag schon wieder, wie der Ingmar schon gesagt hat, denn es ist der erste Sonntag des Monats. In diesem Sinne, macht's gut, bis Sonntag, ciao.